Leute, das Thema, was ich jetzt anspreche, ist ungefähr genauso lost wie den Witz, den ich jetzt von euch vorlese, um die Stimmung hier aufzulockern. Was passiert, wenn man im IKEA einbricht? Man wird vermöbelt. Ohne Witz, ihr macht mich wirklich alle. Doch sag mal, was hat es heute eigentlich mit dem Titel auf sich? Nun ja, Leon Mascher hat ja Mimi zu einer Live-Diskussion aufgefordert, um die ganzen Dinge zu lösen, die halt in der letzten Zeit passiert sind zwischen den beiden. Na, das ist ja eine feine Sache, Herr Mascher. Würden sich jetzt sicherlich einige denken. Doch warum, denke ich, hat das Ganze nicht viel mit Aufrichtigkeit von Leon zu tun, sondern eher mit einer Masche, die er da abzieht? Dazu schauen wir uns jetzt einfach mal die Dinge in Kurzform an, die letzten Jahre passiert sind. Also Mimi war ja 2016 auf der Gangtour. Und dort hat er Leon Mascher konfrontiert mit einem sozusagen Live-Gespräch vor seiner Kamera, warum er eigentlich seine Follower die ganze Zeit verarscht. Im Anschluss nach diesem Gespräch oder nach dieser Konfrontation von Mimi zu Leon Mascher hat Leon dann mit Simon Desue Mimi verfolgt und ihm versucht, die Speicherkarte wegzunehmen. Und sie haben ihm dann auch die Speicherkarte geklaut. Und genau das war auch dann der Auslöser, dass Mimi ziemlich salty auf Leon zu sprechen war. Und anschließend hat Mimi dann auch noch Leon Mascher zweimal getroffen. Einmal bei einem Kollegakonzert und das zweite Mal war es bei einer Aftershow-Party von dem Webvideopreis. Und obwohl das alles auf der Gangtour passiert ist, 2016, hat Leon Mascher nicht einmal, nachdem er auch nochmal Mimi privat getroffen hat, sich entschuldigt. Ich meine, er hat ihn bestohlen, bedroht, er hat ihn sozusagen gejagt mit mehreren Personen, was schon mal ziemlich wack ist. Und sind wir jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht so was krass harmloses aufgrund von ein paar Videos von Mimi. Und ja, im Laufe der letzten 4 Jahre hat Mimi natürlich extrem viele Videos zu Leon Mascher gemacht, weil er sich die ganze Zeit ja nicht entschuldigt hat, beziehungsweise sich nicht geäußert hat, dass er seine Zuschauer verarscht. Also ihr müsst wissen, es hat ganze 4 Jahre gedauert, dass Leon Mascher von jetzt auf gleich ankommt und die Sache direkt klären möchte. Jetzt denken manche sicherlich, naja, jetzt hat er doch genau das, was er wollte, der liebe Mimi. Und ja, das kann ich auch teilweise verstehen. Doch warum verstehe ich das nur teilweise? Nun ja, es hat halt einfach knapp 4 Jahre und über 10 Videos von Mimi gebraucht, bis sich Leon überhaupt mal gemeldet hat zu der ganzen Thematik. Und ich meine, warum sollte sich jetzt Mimi auf Krampf auf ein Gespräch mit Leon Mascher einlassen, wenn Leon Mascher schon die letzten 4 Jahre sich nicht mal auf irgendeine Entschuldigung zu Mimi eingelassen hat? Ich meine, Zeit war ja genug, um sich da aufrichtig zu entschuldigen. Nicht wahr? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Leon das jetzt extra machen möchte, um sein Image auf Krampf zu verbessern. Und ich kann das Ganze natürlich auch verstehen. Jetzt, wo es bei Leon Mascher auch mit der Musik zum Teil ein bisschen besser läuft, ne, er hat ja über 80 Millionen Klicks auf dieses eine Musikvideo. Ich glaube, Copacabana war es das. Und da möchte er jetzt natürlich nicht als der fakende Vollidiot auf YouTube dastehen. Aber dann eine Forderung an Mimi zu stellen, weil er gerade eben Bock drauf hat, das finde ich ist auch nicht wirklich der richtige Weg. Denn sind wir jetzt mal ehrlich, Mimi wollte sicherlich, dass Leon Mascher sich direkt nach diesem Gangtour-Treffen entschuldigt bei dem, was passiert ist. Ja, das Ganze hat aber leider nicht stattgefunden. Schade. Doch spinnen wir das Ganze jetzt mal weiter. Was würde jetzt eigentlich so ein Gespräch wirklich bringen? Also ich bin der Meinung, dass ein Leon Mascher nur positiv aus der ganzen Sache rauskommen kann. Ich meine, er hat ja gar nichts mehr zu verlieren. Er steht eigentlich komplett negativ da, egal was er sagt. Denn wenn er sich jetzt im Stream in diesem Gespräch sehr demütig und auch mit voller Reue zeigt, ja, dann wird er dann später natürlich positiv dastehen und das möchte wahrscheinlich auch Mimi nicht, nachdem was da alles passiert ist, weil menschlich gesehen hat Leon Mascher komplett verkackt in allen Ebenen. Und ich denke, das Ganze möchte Mimi nicht. Mimi möchte maximal vielleicht ein 4-Augen-Gespräch, eine Entschuldigung hinter der Kamera, nicht vor der Kamera, weil er das Ganze jetzt nicht publik machen möchte. Ich meine, Leons Ruf ist so oder so kaputt. So ein Gespräch könnte ihn nur Positives bringen und einige würden sicherlich auch wieder ihm glauben bei dem, was er dann so sagt. Ich meine, jetzt sagt er ja selber, dass er viele Fake-Videos gemacht hat und dass er jetzt wirklich nur noch ehrlichen Content auf YouTube betreiben möchte. Bin ich auch selber sehr gespannt, ob er das auch einhält. Aber aus Mimis Sicht kann ich natürlich ein was verstehen. Wenn dieses Gespräch nicht stattfindet, kann ein Leon Mascher danach auch nicht unbedingt positiv dastehen. Zumindest habe ich das Gefühl. Also wenn ihr mich fragt, bin ich natürlich erstmal auf der Seite von Mimi, weil das meines Erachtens nach nichts mit Aufrichtigkeit zu tun hat, wenn sich jetzt Leon Mascher krampfhaft in diesem Gespräch entschuldigen möchte und alles klären will. Das kann auch hinter der Kamera machen, weil das sind ja auch persönliche Dinge vorgefallen. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich hätte zwar auch mega Bock auf so ein Live-Gespräch zwischen den beiden, die Frage ist halt nur, was würde es bringen, außer ein paar Pseudo-Entschuldigungen von einem Leon Mascher. Finde ich halt immer noch ein bisschen schwierig. Deswegen würde es mich jetzt mal interessieren, wie ihr das so seht. Meint ihr, die sollen das live klären oder sagt ihr, das würde nichts bringen und ihr könnt vielleicht Mimi verstehen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen an Zwänkchen, euer Alpha Kevin und ciao!